Guten Morgen, liebe Head-Head-Community. Servus an alle Alex Straub-Fans. Guten Morgen, Alex. Guten Morgen. Es ist wirklich morgens. Es ist hier kurz nach. Ist auch egal, aber es ist morgens. Es ist morgens bei uns und wir werden das Video auch nur morgens freischalten. Also Gott sei Dank. Das können die Leute nur morgens sehen. Deswegen auch diese Anmoderation. Oder ein Kaffee. Wir sind dieses Wochenende im wunderschönen Salzburg mit dir. Danke, dass du dir Zeit nimmst, Alex. Also sehr gerne. Es ist wieder der verrückteste Abend wieder überhaupt gewesen gestern mit dir. Und die verrückteste Zugfahrt, aber dazu kommen wir gleich. Stell dich doch gerne erstmal vor für alle, die dich noch nicht kennen und das sich heute anschauen, anhören, wo auch immer, mitbekommen. Ja, hallo, mein Name ist Alexander Straub, ich bin seit 2 Jahren trocken. Und ich bin Zauberer, Illusionist, Comedian, Entertainer, Influencer, also alles, wo dir deine Eltern sagen, lern was Ordentliches. Und das jetzt auch schon echt lange. Und ich würde aber keinen Tag was anderes machen. Und das war es eigentlich auch schon. Genau, du bist jetzt 27. Sehr, danke. Ja. Das ist immer der Running Gag, wenn man so ein Alter verhaspelt. Alex, nimm uns ein bisschen zurück in deine Jugend, sage ich mal, weil du sagst, du machst das echt schon lange. Mhm. Wie bist du zum Zaubern, zum Influencen, zum YouTube gekommen? Nimm uns mal an den Startpunkt deiner Karriere zurück, wie das Ganze angefangen hat. Ja, wie in jeder guten RTL-Geschichte hatte ich natürlich auch eine traurige Kindheit. Weshalb ich dann angefangen habe zu zaubern. Also ich habe die Schule gewechselt, also von Grundschule auf Realschule. Dann sind wir nach oben gezogen und dann war ich nicht im Einzugsgebiet. Das heißt, da, wo ich gewohnt habe, war niemand also die waren alle in einer anderen Schule. Von daher war das immer ein bisschen dann kompliziert. Dann war ich so 10, 11 Jahre und ich hatte einfach dann halt nicht direkt Anschluss gefunden. Meine ganzen Leute aus der Schule waren halt auf der anderen Seite, was ja eine Weltreise ist. Du kommst vom Dorf, ich komme vom Dorf. Da brauchst du ja, da fährt ein Bus einmal die Woche und der fährt in die Schule. Und dann kannst du froh sein, wenn du den erwischst. Und von daher war das dann immer ein bisschen kompliziert. Und dann hat meine Mama original tatsächlich gegoogelt, Hobbys, die viel Zeit brauchen. Und da kam Zauberei. Da kam Zauberkasten wahrscheinlich als erstes oder sowas. Und dann hat sie mir einen Zauberkasten geschenkt. Und da habe ich mit 10, 11 Jahren, also mit 11 Jahren, glaube ich, wieder einen Zauberkasten geschenkt bekommen. Wirklich ganz klassischer Zauberkasten. Wenn nicht ganz so kacke wie diese Plastik-Zauberkästen, die wir so kennen. Schon so ein bisschen besser, was so von einem richtigen Zauberer. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, da zu zaubern. So aus der, was soll ich sonst machen? Und das Schöne ist an der Zauberei, es gibt ja verschiedene Level. Du kannst mit relativ wenig Können sehr, sehr weit kommen und sehr, sehr coole Sachen machen, weil es halt viele Zaubertricks gibt, die von alleine funktionieren oder so. Und dann ist die Erfolgskurve sehr schnell und sehr, sehr groß. Und dann war das für mich ja halt total cool. Dann hat es mich direkt irgendwie gehuckt und dann halt für Familie gezaubert, für die Schule gezaubert und dann habe ich auch relativ schnell, in der 7., 8. Klasse oder so, habe ich dann eine Talentshow gemacht. Da war dann von meiner Schule aus eine Talentshow. Die hast du organisiert? Nee, die war einfach, das war so ein Schulprojekt. Mhm. Und ich habe da nur mitgemacht, also beziehungsweise meine Kumpels haben dann gesagt, mach da mit. Und dann habe ich mich da angemeldet und musste überlegen, es war total lustig. Da waren dann so 7-Klässler, die dann so um so einen Tisch saßen und wie Supertalent gemacht haben. Mhm. So, mit so einem Klemmbrett, da nächster bitte. Und dann kommst du da rein in den Musiksaal und machst da dann deine Nummer und dann sagen sie, ja, du bist weiter. Sehr gut. Und so war das dann. Und da das Finale war dann bei uns in der Schulaula. Da waren dann irgendwie halt 400, 500 Eltern, Lehrer, Schüler, die dann da saßen. Und da habe ich dann gewonnen. Und das war dann halt so der Anfang, dass auch meine Mama gesehen hat, so, okay, irgendwie auf der Bühne ist er nicht verloren. So, da fühlt er sich irgendwie wohl. Das hat gut funktioniert. Und da hat es dann auch angefangen, dass mich Leute gefragt haben, ob man mich nicht buchen kann. Da war ich 13, 14 Jahre alt und ich so, natürlich, klar, noch nie eine Show gehabt, noch nie länger als 10 Minuten aufgetreten. Na klar, aber ist verständlich. Geht nicht, gibt's nicht. Und dann habe ich angefangen, Shows zu spielen, relativ lange. Auch nebenher, also einfach neben der Schule her. Dann mit 16 bin ich dann das erste Mal nach Las Vegas geflogen. Durch Zauberei hast du halt relativ schnell Kontakte überall hin, weil Zaubern sehr international ist und es gibt halt viele englischsprachige Zauberer. Und mit einem, mit dem ich einen sehr guten Kontakt geknüpft habe und jeden Tag nach der Schule heimgekommen bin, damals MSN angeschmissen und dann mit ihm geschrieben so. Und er hat in Vegas gewohnt. Das war mein Kumpel Andre Jig. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so nachdem ich mit der Realschule fertig war, ich gesagt, ey, was machst du im August? Er so, ja, nix. Wieso? Ich so, perfekt, ich komme 2 Wochen rum. Und dann einfach so ein bisschen blind Sachen gepackt. Das war mein erster Flug, das erste Mal ein Flugzeug von innen gesehen. Direkt 12 Stunden Flug nach Las Vegas mit 16. Und es war die verrückteste, coolste Zeit überhaupt, weil sich herausgestellt hat, dass er einfach, also Vegas ist auch einfach ein Dorf und es kannte sich jeder jeden. Und nach 3 Tagen saß ich bei David Copperfield in der Show. Dann kamen Leute nach hinten und meinten so, hey, David, würde gerne noch mit dir kurz sprechen, komm doch nach hinten.
Und dann hast du da dein Idol getroffen. Da habe ich das erste Mal gemerkt, wie es ist oder nachvollziehen können, wie es ist, wenn man so richtig Fan ist von jemandem. Du kennst ja immer so diese Bilder, wenn irgendwie so Stars durchlaufen und die Leute brechen in Tränen aus oder fallen um oder so. Schlimm war es nicht. Aber ich habe gemerkt, ich werde so richtig aufgeregt und nervös. Und das war richtig cool. Und da habe ich aber auch gesehen, so, okay, also dieses Zaubern ist gar nicht so unlukrativ. So, da gibt es schon sehr viel Möglichkeiten nach oben. Und als ich dann zurückgekommen bin, dachte ich so, ja, vielleicht ist es ja tatsächlich eine sinnvolle Karrieremöglichkeit. Und dann habe ich so ein bisschen so einen Schalter umgelegt und versucht, es so schnell wie möglich zu professionalisieren. Ja, und dann war ein paar Jahre, also nicht ein paar Jahre später, sondern ich glaube ein Jahr später, war ich dann bei TV Total. Das ist die größte Sendung damals, die größte Talksendung war, die es gab. Und dann ja, war ich dann ab 17 quasi eigentlich viel Fernsehen machen. Jede Sendung mitgenommen, die es irgendwie geht. Ich habe jede Redaktion genervt, so lange, bis sie einfach gesagt haben, so, ja, komm vorbei, mal halt die Schnauze. Und dann wurde es natürlich auch immer einfacher, wenn du wenigstens dann Referenzen mitschicken konntest und so. Und ja, dann habe ich das halt so relativ lang gemacht. Und mit 19 habe ich dann mein Abitur gemacht. Ich wollte eigentlich immer Polizist werden. Springe ich ein bisschen hin und her, aber ich wollte eigentlich immer Polizist werden. Und nach der Realschule habe ich es auch versucht. Und bin aber nicht durch die Prüfung gekommen. Es war total surreal. Das hat gar keinen Sinn gemacht. So, weil ich bei einer ganz, ganz banalen Prüfungs, bei einem ganz banalen Prüfungsteil durchgefallen bin, den ich 100.000 Mal davor locker geschafft habe. So, also ich bin einfach beim Cooper-Test durchgefallen, weil ich keine Uhr dabei hatte. So, einfach so ein ganz dämlicher Grund, wo ich gedacht habe, so, ja, also, das ist so ein dummer Grund, dass es irgendwie, das soll nicht sein. Bestimmung ist. Ja, genau. Und dann dachte ich, okay, dann mache ich jetzt mein Abi. Dann Abi weitergemacht und nach der Schule das parallel die ganze Zeit halt weitergezaubert, Firmenfeiern gemacht, Privatevents gemacht und so. Und nach der Schule war dann ja die Überlegung, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt studieren oder mache ich es jetzt hauptberuflich? Wie alt warst du dann? 19. Das heißt, das ist 7, 8 Jahre her. Genau. Und dann habe ich so eine Anfrage bekommen von Team Deutschland, die Künstler gesucht haben oder Acts gesucht haben, die zusammen zu dieser Weltmeisterschaft der darstellenden Künste Hollywood fliegen. Und also es ist nicht so glamourös, wie man sich es vorstellt. Das heißt, im Endeffekt willst du mitmachen? Cool. Dann ist hier eine Rechnung für den Flug, hier eine Rechnung fürs Hotel, hier eine Rechnung für die Klamotten, hier Dings. Und dann habe ich da sehr viel Geld ausgegeben, dass ich dann dahin konnte. Und habe mir gedacht, okay, cool. Dann habe ich eine Wette abgeschlossen mit meiner Mama. Thema Gambling. Ja. Wette abgeschlossen mit meiner Mama und habe gesagt, wenn ich gewinne, dann mache ich es hauptberuflich. Und wenn ich verliere, dann gehe ich studieren. Und meine Mama, gute Idee, Kind, geh. Schön. Und dann bin ich halt hin, ich habe gar nicht damit gerechnet. Ich bin nicht mal pünktlich zur Preisverleihung gegangen, weil ich gedacht habe, das wird eh nichts. Ja, dann habe ich, ich glaube, 3 Preise abgeräumt irgendwie. Also Preis im Gold in meiner Kategorie, Gesamtwertung und noch so ein Industry Award, wo ich bis heute nicht weiß, was der eigentlich ist, aber den habe ich schon gekriegt, als ich reinkam. Und dann habe ich gedacht, so, okay, irgendwie ist da was. Da wurde ich dann auch direkt nach Vegas gebucht. Hab dann da ein paar Shows in Vegas gespielt und dann habe ich es auch beruflich gemacht. Das war so der ganze Zauberteil, sage ich jetzt mal. Und dann bin ich wieder hier hingekommen und habe dann weiter mit vielen Künstlern was gemacht, bin weiter mit Kumpels auch auf Tour gegangen, mit vielen Musikern und so und habe alles Mögliche gemacht. Und irgendwann habe ich einen Anruf bekommen von einem befreundeten Musiker, Ado Kojo heißt der, der auf Tour war mit ganz vielen YouTubern. Das war damals die Gang-Tour, das war die erste große Tour von YouTubern, die es gab. Und ich kannte keinen von denen. Also ich hatte mit YouTube gar nichts am Hut. Das heißt, du hast doch selber noch nicht ge-YouTubed. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das war 2015, 16 so rum. Mhm. Da war der YouTube-Hype zwar riesig, aber das war halt gar nicht meins. Also ich hatte keine Ahnung davon. Und er meinte aber so, hey, kannst du vorbeikommen? So, wir sind gerade in Stuttgart als Überraschung, dass ich das quasi denen als als Überraschung geben kann. Und ich so, ja klar, easy, logisch. Mein Zeug gepackt, bin da hingefahren. Und da fand ich schon echt krass, weil um diese Halle tausende Leute standen, die reihenweise wirklich geheult haben, umgefallen sind, als hätten sie Justin Bieber versteckt. So. Und dann dachte ich so, okay, was habe ich verpasst? Und laufe da so rein. Hallo, der Zauberer. Hab dann mein Zeug aufgebaut und habe die ganze Zeit dann Ado gefragt, so, wer ist es denn? So, wem rasten die denn alle so aus? Und dann sitzen halt einfach so ein paar Jugendliche, so wie du und ich, ein paar Kids, die da rumsaßen und gechillt haben. Und die waren die Stars. Und das war halt total verrückt. Und die waren so geil. Das war so eine entspannte Atmosphäre, weil irgendwie das einfach ein paar Kumpels waren, die versehentlich irgendwie berühmt geworden sind.
mit YouTube-Videos machen und die einfach damals war es ja eh nur Just for Fun. Und das war total geil. Und dann habe ich halt meine Show da gemacht und es war genau wie immer. Nur halt, dass du statt 30 Zuschauer auch 30 Kameras im Gesicht hattest. Und dann haben halt die Woche später alle ihre Vlogs hochgeladen, alle ihre Tour-Vlogs. Die haben Daily-Vlogs damals fast alle gemacht. Und du warst überall drin. Und ich war in jedem Vlog drin und keiner hat mich verlinkt. Das heißt, es hat mir erstmal gar nichts gebracht. Das waren Millionen Aufrufe. Du musst dir überlegen, damals der Hype war so riesig. Fast jeder von denen hat 1-2 Millionen Aufrufe auf das Video gezogen. Und du hast es da angeguckt und gedacht, cool. Was sind da die Namen? Julian Bam wahrscheinlich wird einer davon gewesen sein. Genau, das war der, der als letztes hochgeladen hat. Es war Dougie B, damals Lion, das war Simon Desue, Ape Crime. Okay. Wer war denn noch da alles dabei? Es waren so viele. viele von denen, die gar kein YouTube mehr machen. Die Außenseiter, die machen gar kein YouTube mehr. Mhm. Und ja, Shirin David war damals dabei, hat nur YouTube gemacht. Das kann man sich auch gar nicht mehr vorstellen. Ja, absurd. Das ist total verrückt. Es gibt da auch eine Geschichte mit Shirin und ein paar anderen YouTubern, wie wir einfach ganz normal in Köln draußen saßen, vor so einem Restaurant mitten in der Stadt und es war einfach okay. Es hat so keinen interessiert. Das ist unmöglich, wäre das heutzutage. Und es war total verrückt, das war total lustig. Und genau, das letzte Video, weil Ju immer ein bisschen länger gebraucht hat als alle anderen, weil er natürlich das Video viel komplizierter geschnitten hat und besser produziert hat, der hat dann sein Video als letztes hochgeladen und hat dann gesagt, übrigens, das ist Alex, ich habe den Link euch unten in die Beschreibung gepackt, schaut es euch mal an. Und dann über Nacht 30.000 Abos dazu. Auf deinen YouTube-Channel, ja. Der aber quasi noch... Der war null, der war bei ja. 200 Abos oder sowas. Und hab dann nur Videos hochgeladen, so um irgendwie Trailer hoch, also weißt du, so klassisch Trailer gebraucht für meine Webseite und wollte es nicht auf meine Webseite packen, so nach dem Motto. Und dann, ja, 30.000 Abos, 20.000, 30.000 Abos über Nacht. Und dann habe ich, dadurch, dass ich ja gar keine Konkurrenz war für die ganzen Jungs und Mädels und das einfach nur so eine geile, entspannte Atmosphäre war, ja, InScope war damals auch genug, die ganze Stuttgart, InScope, unsympathische Frau, hat damals noch gar kein YouTube gemacht. So, das ist total verrückt. Die Jungs waren auch alle da. Und dann hat man halt Kontakt gehalten, da habe ich Joe damals geschrieben und meinte so, was mache ich denn jetzt? Und er so, ey, wenn ich du wäre, würde ich jetzt Videos machen. Ja. Und ich so, okay. Ja, und dann hat er mich halt auch nach Köln relativ schnell eingeladen, dann haben wir halt in Köln relativ viel dann gedreht und dann habe ich die ganzen YouTuber, Melina und alle YouTuber dort dann kennengelernt dann auch immer wieder. Und es war immer so eine total herzliche, freundschaftliche Atmosphäre, weil damals dieser ganze Konkurrenzgedanke und dieser ganze Businessgedanke gab es nicht. So, sondern jeder hat einfach nur Videos gedreht. Alle waren irgendwie so kumpelmäßig zusammen und haben halt eine Kamera aufgestellt und haben 10 Minuten irgendeine Scheiße gemacht. Und das war einfach geil. Mhm. So, und deshalb hat es dann total Spaß gemacht damals. Und so hat YouTube dann angefangen. Ist das etwas, was du vielleicht ein bisschen kritisieren würdest, dass es heute zu Tode kommerzialisiert ist? Ja, YouTube, total. Überall Placements, immer Ads. Damals war es auch quasi die gute alte Zeit, wo man aus Fun Content gemacht hat, mit den Buddies abgehangen ist und ja. Die Leute haben es gefeiert. Ja, es hat sich schon arg verändert, tatsächlich. Also es ist schon, ich habe es letztens auch mit ein paar Kumpels wieder gehabt, es ist so anstrengend, wenn du dich jetzt mit 2 YouTubern triffst, kommen da 40 Leute. So, weil jeder hat seine 20 Kameraleute, 30 Cutter, 17 Manager. Und sonst noch irgendwie Fußpilz, der noch sonst noch mitläuft. Und genau. Es ist halt so, wo du halt denkst, ja, wir machen gerade ein Reaction-Video so. Und es ist alles so krass ja. Professionalisiert worden. Natürlich, klar, weil es sind alles inzwischen Firmen. Es sind halt keine Einzeljungs mehr oder Mädels, die da halt irgendwie chillen und eine Kamera aufstellen und alles selber machen. Sondern es ist halt wirklich einfach sehr professionalisiert inzwischen. Und das, was ich immer so geil gefunden habe, so im krassen Gegenteil zum Fernsehen, wo ja alles so mega kompliziert ist. Du hast echt 20 Leute, die nur um eine Kamera rennen, weil einer davon den Kabel trägt, der andere fächert dem Kameramann zu. Es ist wirklich, es ist so krass. Und da hattest du halt einfach nur eine Kamera, hast selber auf Ding geguckt, ob es einigermaßen passt. Ja. Und dann, so wie wir heute im Prinzip. Ja, genau. Ja, wobei das ja schon sehr professionell ist im Vergleich zu dem, was wir damals gemacht haben. Und ja, das war schon schade, dass es sich so ein bisschen verändert hat, aber verständlich natürlich. Ich habe jetzt, hab jetzt lachen müssen beim Fußpilz, wenn du gesagt hast, ich sage immer die Schmeißfliegen oder ja, genau. Die Motten ums Licht. Ja. Wenn man auf einmal jeder Mensch dein bester Freund ist und alle ja. Bei dir sein wollen. Ne? Nimm uns nochmal zurück, Alex. Du hast das jetzt im Schnelldurchlauf die ja. Letzten 10 Jahre, 15 Jahre gefühlt erzählt. Es gab anscheinend 2, 3 Punkte in deinem Leben, in deiner Karriere, die wirklich viel verändert haben. Mhm. Du hast schon sehr oft darüber erzählt, aber ich würde es trotzdem auch gerne mal hören. Ich glaube, der erste richtig große Moment abseits der Talentshow und dann den ersten Auftritten war dann Stefan Raab ja. Bei TV Total. War das so der erste richtig krasse
krasse Auftritte, richtig viel verändert hat in deinem Weg. Und erzähl uns ein bisschen über diesen Weg. Wie kommt man überhaupt zu Stefan Raab? Hat der dich einfach kontaktiert? Du hast gesagt, okay, geil, ja, ich komme. Und dann warst du einfach dort. Oder erzähl mal ein bisschen diese Geschichte. Weil Stefan Raab ist, glaube ich, für viele von uns noch immer eine Legende, auch wenn er mittlerweile abgedankt ist oder sich zurückgezogen hat. Geile Sache. Ja, total. Also es war sehr lustig. Wie genau das damals war, weiß ich gar nicht mehr so 100%. Es ist halt jetzt, war 2013. Mhm. Ich weiß nur, woran ich mich sehr stark erinnere, ist, dass irgendwann mal das Telefon geklingelt hat. Und dann nehme ich ab und sie so, ja, schönen guten Tag, hallo, hier ist Dominik Schmidt von Brainpool. Wir machen TV Total, würde ich gerne einladen. Und ich so, genau. Ich habe gedacht, mich verarscht jemand, weil damals, das war so diese krasse Marco Fono-Zeit. Kennst du die noch? Nee. Marco Fono war so eine Webseite, wenn ihr es kennt, schreibt es in die Kommentare. Es war so eine Webseite, wo du einfach Leute, da konntest du so Nummern eingeben und dann hat diese Webseite eine Nummer angerufen und da gab es halt so vorgefertigte Snippets. So, ja, sie haben Pizza bestellt und kommt und bla. Und da dachte ich, das war damals, haben wir mit jedem gemacht. Und da dachte ich so, das haben die jetzt aber arg weit getrieben, aber ich, ja. Und irgendwann habe ich aber gecheckt, nee, Moment mal, das ist wirklich ernst jetzt gerade. Und das war schon heftig, weil ich hatte davor einen Fernsehauftritt, anderthalb, und das war so Regio-TV. Das haben drei Leute geguckt, zwei davon war ich und meine Mama. Da hast du, auf dem Sender hattest du so wenig Werbung, dass drei Werbespots den ganzen Tag rotiert sind. Und wir haben echt lang gewartet, bis dann dieser Beitrag endlich kam. Und ich kann dir jeden von diesen Werbespots noch mitsprechen. Es war wirklich echt unangenehm. Aber das war cool. Das waren so die ersten zwei Auftritte. Und der allererste Fernsehauftritt ist sogar auf YouTube. Könnt ihr mal suchen. Regio TV. Das Lustige ist, vor allem im Anbetracht dessen, dass ich heute super viele Zauberkasten-Videos mache. Damals habe ich noch sehr, so sehr stark geschwäbelt. Und ich habe mich tatsächlich, ich konnte das Wort Zauberkasten nicht aussprechen. Ich habe mich die ganze Zeit bei Zauberkasten versprochen, was sehr lustig ist jetzt. Aber ja, da ist auch meine Mama drin, die den legendären Satz gesagt hat, auf die Frage, ja, wie sie das denn findet, was ich jetzt mache. Sagt sie, ich habe eh nie gewusst, was aus dem mal werden soll. So handwerklich ist nicht so seins, Schule war auch nicht so seins, aber das kann er wirklich gut. Du, finde ich mega motivierend, das so zu hören, ganz ehrlich, weil viele junge Leute, egal ob 8 Jahre, 14, 18, wissen nicht wohin mit sich und finden vielleicht ihr Talent, ihre Stärke noch nicht. Und du bist ein Beispiel von vielen, die zeigen, wie es geht und dass man alles erreichen kann im Leben. Nochmal, ich habe eigentlich noch Stefan Raab gefragt, ja, Stefan Total. Ich weiß nur, dass du mega nervös warst. Ich habe mir den Auftritt angeschaut. Wie war das dann mit Stefan? War das cool, da die Bühne runterzugehen, die Eingangsmusik mit der Band? Wir kennen es, also Kevin kennt es wahrscheinlich nicht. Das ist zu alt, zu lange her, aber kennst du das? Kennst du noch TV Total? Ja, oder? Wie alt bist du? 20? Kennst du noch TV Total, Stefan Raab? Okay, passt. Für uns war es natürlich Pflichtprogramm. Ja, voll. Wie war der Abend oder wie war der Prozess? Es war total verrückt. Also erstmal war es natürlich auch, um nochmal ganz kurz einen Schritt zurückzugehen zu diesem Telefonat damals noch, weil das war total lustig, weil in der Zeit, ich glaube einen Tag vor mir oder zwei Tage vor mir war 50 Cent in der Sendung als Main Act, so als Mainstar. Naja, wen könnte man einladen nach 50 Cent, um das Ganze noch zu toppen? Ja, den schwebelnden Alexander Straub, der im Regio TV letzte Woche war. Das Geile war aber, die rufen mich an und sagen so, hey, also wir haben jetzt den zweiten Act, finde ich auch noch. Also pass auf, du hast richtig Glück gehabt. Wir werden jetzt vor zwei Tagen 50 Cent, aber du setz dich vielleicht hin. Das wird dich wirklich aus der Bahn schießen. Und ich dachte so, was kommt jetzt? Kommt jetzt Eminem? Wer kommt jetzt? Und die so, bist du bereit? Ich so, ja. Dein Co-Star ist Heino. Und das war's, okay. Und ich so, Eminem, Heino. Heino. Die Haarfarbe ist dieselbe. Aber es war auf jeden Fall, war das sehr, sehr lustig. Und dann war ich da mit Heino und Hannelore, war ich dann in meiner ersten Thema-Total-Sendung. Und es war, also ich bin da hingekommen, ich war in meinem Leben noch nicht so nervös. Wirklich noch nie. Ich war so nervös, dass nach den Proben ich da saß in diesem Green Room und gewartet habe. Das ist so ein großer Fernseher, so eine Couch wie so ein Wohnzimmer, wo du halt dann die Sendung siehst. Und ich habe gemerkt, ich werde so krass nervös, dass meine Hände taub werden. Was nicht geholfen hat als Zauberer. Du hast Kartentricks dann performt. Ne? Ich habe da zwei Nummern gemacht. Mhm. Ich bin erst raus, habe meine spätere Weltmeisternummer dort gemacht, die erste Version davon. Das heißt, Manipulation, schwierigste, was du machen kannst. Richtig dämlich. Von hinten sieht man alles. Ich habe alles falsch gemacht, was man sich überlegen kann. Die haben das super geil gemacht. Die haben wirklich sehr perfekt geschnitten. Aber hinter mir saß halt Stefan. Er hätte mich komplett auflaufen lassen können. Mhm. Und ich war so froh, dass ich wahrscheinlich Welpen... Hat mich später, hätte er mich nochmal auflaufen lassen können. Aber ich hatte wahrscheinlich Welpenschutz. Und dann
habe ich eben die Nummer gemacht. Ich hatte einen super langen Auftritt, auch wenn man sich überlegt. Ich hatte die Nummer, dann bin ich auf die Couch und dann ging der Talk los, wo ich nochmal zwei Kartentricks gemacht habe. Nice. Und es war wirklich richtig verrückt. Du hast wahnsinnige Panik, dass es sich auf die Fresse legt, wenn du die Treppe runterläufst, weil diese Stufen sind so schmal, das sieht man gar nicht so arg auf dem Fernseher, aber das sind wirklich, du kommst mit einem, dein Fuß hat keinen Platz auf so einer Stufe. Ja. So, und also das ist wirklich, du hast so richtig Panik und dann, meine Hände waren voller Zeug. So, ich hatte Karten überall, ich hatte eine Dose, die dann gleich verschwindet und so. Ich hätte mich auch nicht, wenn ich hingefallen wäre, das hätte einfach nur ausgesehen, wenn du so einen an den Beinen hältst und schüttelst. Ja. So, also das war wirklich, da hatte ich ein bisschen Schiss vor. Und ansonsten war ich dann wirklich einfach sehr perplex. Und du gehst da durch und gehst wie so in so einer Trance dann da durch und hoffst einfach, dass nichts Gravierendes schief geht und dass die Karriere gleich beendet ist mit dem ersten Auftritt. Aber ja, es war super. Also Stefan, super lieber Typ, super cooler Typ. Ich war zu Fasching da, zu Karneval. Das ist ja in Köln riesig. Und dann habe ich ihm so einen Karnevalskracher noch geschenkt, wo man so aufziehen kann und da kommt irgendwie so Spielzeug raus oder so, soll irgendwas passieren. Ich kannte es aber vorher auch nicht. Ich habe nur gedacht, es ist ein gutes Gastgeschenk. Hat es vergessen, Gott sei Dank, vergessen ihm zu geben und beim Weglaufen habe ich es ihm noch in die Hand gedrückt. Ich sage, hier habe ich dir noch mitgebracht. Und er so, okay, du reißt es ab und es passiert einfach so gar nichts. Und er so, Du wirfst es so weg. Also, war auch so semi das gute Geschenk. Aber das zweite Geschenk war besser, als ich nochmal da war. Aber das war wirklich der Turning Point auch so ein bisschen, weil danach ging es dann wirklich los. Ganz direkt danach, du erwartest ja jetzt, dass du jetzt ein Star bist. Du bist bei TV Total die größte Sendung, die du dir vorstellen kannst. Außer Wetten, das vielleicht noch. Aber größte Talksendung auf alle Fälle. Du denkst, du bist jetzt ein Star, jetzt geht's los. Jetzt kommen die krassen Anfragen. Gar nichts. Ich hatte drei Anfragen. Eins irgendwie für keine Ahnung, drei Sachen, die aber gefragt haben, ob ich es umsonst mache. Also so wirklich nur im Kindergeburtstag, was weiß ich was, wirklich Schrott. Wo du denkst, das höre ich mir jetzt irgendwie. Aber es hat langfristig natürlich super viel gebracht. Social Media war damals noch, hattest du noch nicht oder war noch in den Anfängen? War gar kein Fokus. Deswegen war da kein, hast du wenig davon profitiert oder kam das dann im Laufe der Wochen, Monate? Nee, so wie gar nicht. Also wenn ich das vergleiche, mein Kumpel Emra war da, der auch YouTuber war. Der hat dadurch seinen richtigen krassen Kickstart bekommen. Der hat da Lifehacks gezeigt und das hat richtig, der hat da hunderttausende Abos dazu bekommen. Ich dachte, wie hat der das gemacht? So, aber da haben sie halt auch oft davon gesprochen, ja, du machst ja auch deinen YouTube-Kanal und so. Das war bei mir ja gar kein Thema, sondern einfach nur sauber, ja, cool. Ja gut, bei dir war dann der erste so Leverage oder Tipping Point war dann quasi das Event in Stuttgart mit den Influencern, wo du auch gesagt hast, da hätte man mehr rausholen können, aber es war mal der Kickstart für deine YouTube-Karriere. Wobei ich weiß gar nicht, ob man da so viel mehr rausholen, klar, wenn die alle mich verlinkt hätten, aber es hat sich auch sehr krass aufgestaut, weil die Videos haben es alle gesehen und die Leute haben es alle gesehen und dann kam Juice Video als Schluss. Das hat dann also es war eigentlich auch perfekt, ja. Und das nächste war dann die Weltmeisterschaft zum Zaubern. Das kann ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen. Zauber-Community ist wahrscheinlich sehr klein. Du hast schon gesagt, jeder kennt jeden ein bisschen. Du bist als relativ naiver oder unerfahrener Künstler hingefahren, wenn ich das richtig verstanden habe, und hast abgeräumt. Ja. War das dann für dich so ein Tipping-Leverage-Point, wo du zumindest diese Kontakte nach Vegas geknüpft hast und dann was da war, oder war das wieder so ein bisschen, hey, ich bin jetzt Weltmeister, ich habe drei Trophäen, habe den Segen von der Mama, dass ich das hauptberuflich mache. Aber dann war wieder so ein bisschen Vakuum und du hattest halt vielleicht mehr und größere Auftritte. Ja, es war tatsächlich, es sind immer so ein paar, also du denkst immer so, okay, krass, jetzt hast du irgendwas, aber dann ist es doch wieder nur so, ich kann es sehr gut auch nochmal verbildlichen. Ich habe davor für so eine Sendung, ich habe so einen ganz winzig kleinen Wettbewerb mitgemacht, aber RTL hat halt eine Doku drüber gemacht. Und da hat dann das lokale Blatt, die lokale Zeitung bei uns, einen riesen Artikel gemacht, als ich da rausgeflogen bin. So, also wirklich Frontpage, Riesenartikel, Alexander Straub war bei Dings, ist rausgeflogen. Wenn ich Weltmeister ranspalte. Ja. In demselben Ding wir haben so eine lokale Footballmannschaft. Die sind, glaube ich, deutscher Vizemeister geworden. Und die haben ein Stadtfest geschmissen. Ich habe gar nichts. Es hat keine Sau interessiert. Ja. Und das war so, ich hatte einen Auftritt beim SWR. Das war eigentlich so, glaube ich, alles, was es gebracht hat, so hier pressetechnisch. Aber es war halt im Prinzip, es ist ja immer noch so, also ich verkaufe es immer noch, ich bin Weltmeister der darstellenden Künste, es bleibt für immer.
Und das ist halt das Gute. Ich habe eher nicht damit gerechnet. Es gibt fixe Zaubermeisterschaften, wo nur Zauberer gegen Zauberer für Zauberer auftreten. Mhm. Aber da hat mein guter Freund Marc Weide immer einen sehr passenden Spruch dafür. Es ist wie Strippen auf dem Gynäkologenkongress. Das ist nichts, was die noch nicht gesehen haben, und es ist auch nicht sonderlich begeisterungsfähiges Publikum. Ja. Außer du machst jetzt halt irgendwas, was es wirklich noch nie gab und total krass und so. Und selbst da ist es Glück, ob du gewinnst oder nicht, weil es ist nie so richtiges Publikum. Deshalb hat es mich nicht so richtig gereizt. Ich habe zweimal bei der Jugendmeisterschaft mitgemacht, Jugendzaubermeisterschaft. Aber habe wirklich gemerkt, so, ne, Zauberwelt ist nicht so meins. Mhm. Weil die Zauberer sitzen später, jetzt inzwischen schon wieder, aber die Zauberer sitzen nicht bei mir im Publikum, so in der Firmenfeier oder sonst irgendwas, sondern es sind echte Leute. Und dann war es für mich eben spannend zu sehen, es ist Weltmeisterschaft der darstellenden Künste. So. Das heißt, du hast da Schauspieler, Comedians, Sänger, alles, was du nicht richtig zuordnen kannst, wie halt Zauberer, Schlangenmenschen, Clowns und sonst irgendwas, sind alle in einer Sparte Varieté. Mhm. Und das war dann meine. Und da trittst du dann gegeneinander an. Und das Krasse ist, du hast nur 60 Sekunden Zeit. Weil die sagen, hey, wir sind hier in Hollywood, du hast keine Zeit hier jetzt, 10 Minuten. Sondern zeig, was du kannst. Wenn du es in 60 Sekunden nicht kannst, interessiert es mich auch keine 5 Minuten. Und was für Zauberer ist, ist Katastrophe. So, wenn du eine normale Zaubernummer, also wenn ich jetzt Kartentrick zeige, in 60 Sekunden hast du eine Karte erstmal gewählt. So, da habe ich die noch nicht gefunden. Und deshalb war das dann halt die Frage, was mache ich? Und habe dann zu Musik einfach einen Haufen Geldscheine erscheinen lassen. Das fanden die Amis natürlich toll. So, Kreditkarten und Geldscheine erscheinen lassen. Nice. Und ja, und das war schon cool. Und das war auf jeden Fall auch nochmal so ein Moment, wo ich gedacht habe, so, jetzt habe ich halt irgendwas. So, jetzt habe ich irgendwas, wo ich sagen kann, ich bin Weltmeister und deshalb kann ich meinen Preis anheben oder kann ich irgendwie versuchen, irgendwie in die Presse zu kommen und so. Aber dass es jetzt so wirklich krass was gebracht hat, dass du jetzt Anrufe bekommst, hallo, wir hier, wir sind Nike, wir würden dich gerne sponsern, weil du Weltmeister in was weiß ich was bist. Ja. Nee. Das war gar nichts. Und das zweite Mal Amerika war dann schon deine 2 Wochen, wo du vor David Copperfield aufgetreten bist im MGM Grand, oder überspringe ich da jetzt? Das war das erste Mal schon. Okay. Das war das erste Mal mit 16, ja genau. Das war total verrückt, weil da war damals gleichzeitig Magic Life, das ist die größte Zaubermesse der Welt. Mhm. Und ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Also da war ich gar nicht so tief drin. Aber das hat einfach timingtechnisch perfekt gepasst, weil in den 2 Wochen war eben auch diese Messe. Und Chris Kenner, das ist die einzige Person, die wirklich für David Copperfield arbeitet, alle anderen arbeiten für ihn, der schmeißt dann immer eine Party und lädt die ganzen Zauberer ein. Wir waren da halt auch eingeladen. Und dann war das total krass, die ganzen Zauberer, die man nur so aus Büchern, aus DVDs so kennt, so aus dem Fernsehen, waren plötzlich dann da. So, wirklich verrückt. Und von der ganzen Welt, aus Cyril Takayama, aus Japan, so. Und die ganzen Ami-Superstars waren alle da. Und irgendwann geht natürlich die Tür auf und die Entourage mit David Copperfield kommt rein. Und das war, nachdem wir halt ein paar Tage vorher uns backstage kurz getroffen haben, weil die das für mich organisiert haben, was mich auch riesig gefreut hat. Und dann kam vor allem Andre wieder und gesagt, komm, wir gehen da wieder hin. Und David direkt wieder, my German friend, how are you? Und ich so, oh Gott. Und Andre, der Sack, hat es dann so gehypt, hey, das ist der beste Zauberer von Deutschland, das ist der beste Zauberer, den du jemals gesehen hast. Das hast du noch nicht erlebt. Und dann so lange genervt, bis David gesagt hat, so, ah geil, ja, dann zeig doch mal was. Und ich so, danke, Arschloch. Und ich hole so ein Kartenspiel raus, zieh mal eine Karte. Hat dann David halt dann so ein paar Kartentricks gezeigt. Und das Gute ist, dass David nur große Sachen macht, beeindruckt ihn sowas. So, weil er halt gar nichts damit so am Hut hat. Und dann war das sehr cool. Und dann hat er mir sehr lobende Worte noch mitgegeben, und das war schon, ja, das und TV Total waren die aufregendsten Momente, aufregendsten Auftritte. Und dadurch, dass du dort in Vegas warst, die ganze Zauber-Community kennengelernt hast, vor David Copperfield aufgetreten bist, hast du Angebote bekommen, dort aufzutreten, im Casino? Das ist vielleicht auch noch eine Story, die halt eigentlich unglaublich klingt. Ja, die ich glaube, ich auch so noch nie so wirklich irgendwo erzählt habe. Mhm. Weil es ist eine deprimierende Geschichte. Also es war tatsächlich, du hast halt, das war da, wo man das erste Mal die ganzen Leute kennengelernt hat, und dann, als ich dann halt die Weltmeisterschaft gewonnen habe und dann halt lange Zeit in Vegas war, ich war dann, glaube ich, 6 Wochen oder so, ist dann in Vegas, da dann ein paar Auftritte gemacht, und da war es dann so, dass irgendwann, also es war dann auch, als ich wieder hier dann war, kam dann eine Mail rein von Freunden, die dann gesagt haben, so, hey, pass mal auf, in dem Casino suchen die gerade einen neuen Show-Act und so. Und die haben uns gefragt,
wie es aussieht, ob wir jemanden kennen. Und wir haben halt dich vorgeschlagen, sie finden es cool. Sie würden dich gerne anfragen. Das Angebot war sehr krass, so, vor allem halt, musst du überlegen, 19, 20 Jahre alt, weit weg von solchen Summen, so. Und dann, ja, musst du dir halt überlegen. Und dann war das aber halt ein sehr, sehr langer Vertrag. So, und ich habe gerade angefangen, war ja gerade erst fertig. Dann war es halt die Frage, gehe ich jetzt weg von der Familie? Verlasse ich das Land so und ziehe nach Las Vegas für einige Jahre, um dort dann aufzutreten? Wobei du auch nie die Garantie hast, weil das Ding ist, das Casino gibt sich immer eine Exit-Option und kann dich jeden Tag rausschmeißen, aber du kannst nicht jeden Tag gehen. So, also der, und du hast jetzt auch, oder ich hatte jetzt da auch nicht großen Verhandlungsspielraum, jetzt da jetzt noch groß zu sagen, so, ja, aber ich würde ja den Vertrag so und so hingehend ändern, weil die im Endeffekt gesagt haben, nimm's oder lass es. Und in Vegas ist die Schlange recht lang von Zauberern, die das dann gerne annehmen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann nicht. Dann habe ich gelassen und bin dann lieber hier geblieben, weil ich gesagt habe, so, ich noch nicht. So, ich will noch nicht dahin. Die Summe und die Laufzeit bleiben unter Verschluss oder willst du es unserem Publikum erzählen, um was es da ging? Also die Laufzeit war lange. Die Laufzeit war, glaube ich, also im Vertrag standen bis zu 10 Jahre. Was für, das war mein halbes Leben quasi ja dann. Und die Summe war 7-stellig im Jahr. Und damals hast du dir eben gedacht, hey, das geht gerade los, wenn so ein Angebot kommt, kommen vielleicht noch andere, du willst dich nicht so lange binden, bist trotzdem noch ein junger Mann mit Familie und so weiter, hast du abgelehnt. Ja. Ist das ein Blick von Reue in deinem Gesicht, Alex, oder hast du Frieden? Ich meine, es war eine sehr reife Entscheidung. Du hast dich gegen die Sklaverei entschieden, du hast dich dagegen entschieden, die Handschellen anzulegen für Jahre und hast dir halt gedacht, hey, ich habe die Confidence, ich gehe meinen eigenen Weg. Ich sag dir, es ist ja nicht groß, dass 2 Jahre Corona wäre, hätte ich es schon angenommen. aber nein, also jetzt rückblickend, es war schon alles gut, wie es ist. So, okay. Weil es ist so, du bist dann da und du hast jeden Tag denselben Ablauf. Das ist ja total alles aufregend damals gewesen, als es angefangen hat. Ich bin super viel gereist und so und super viele neue Leute kennengelernt. Und das wäre dann in dem Moment komplett vorbei gewesen. Ja. Weil du jeden Tag denselben Ablauf hast. Du fährst dann da ins Casino, du baust deine Scheiße, da wird eh alles für dich aufgebaut. So. Dann machst du deine Show eine Stunde lang maximal und dann gehst du da, jetzt inzwischen ist sogar ein bisschen länger geworden. Aber damals war das so der Standard, du machst eine Stunde Show, gehst wieder, hast kurz Pause, dann kommt das nächste Publikum rein, weil du musst ja mindestens 2 Shows am Tag machen, spielst deine Show nochmal und dann kannst du wieder nach Hause gehen. Hast einen Security, einen Koch, musst üben, musst neue Tricks lernen und so weiter. Und ja, nicht mal. Also, du baust einmal deine Show und die spielst du halt tot. So. Mhm. Und dann alle, keine Ahnung, 5, 6 Jahre nimmst du mal einen neuen Trick rein oder eine neue Illusion. Okay. Und dann denkst du, ja, okay, aber es klang für mich so krass nach Bürojob. So. Mhm. Ich dachte so, das ist es noch nicht. Mhm. Das ist es noch nicht. Das ist dann, wenn du halt wirklich sagst, okay, du willst jetzt Familie setteln, willst nicht so viel rumreisen, dann ey, geil, so cool. Mhm. Fett Kohle, es ist cool, viele Freunde dort natürlich auch, aber damals war es einfach noch nicht so, dass ich gesagt habe, so, ja, sehe ich jetzt einfach noch nicht. Ja. Und ich dachte natürlich auch, ey, wenn sie einmal anfragen, fragen sie bestimmt nochmal irgendwann. Spannend. Der nächste große Karrierebrocken in deinem Leben ist natürlich YouTube und Social Media. Du bist dann immer mehr zum YouTuber-Influencer geworden. Mhm. Nimm uns mal ein bisschen damit. Wie hat diese Karriere begonnen und wie hat sie sich entwickelt und wo stehen wir heute damit natürlich? Ja, also das ist wirklich so sehr stressig. Also diese Karriere ist so die, die ich ja mir gar nicht rausgesucht habe, sondern die einfach so ein bisschen mir hingelegt wurde. Mhm. Aber ich habe immer halt gedacht so, oder ich habe halt gemerkt, ich meine, ich war bei TV Total, ich war Frühstücksfernsehen, ich war wirklich gefühlt in jeder Sendung. Und du kriegst dann vielleicht so gesagt, morgens beim Bäcker von der Oma, die hinter dem Tresen steht, so, ich hab dich gestern im Fernsehen gesehen, mein Junge, super, hier kriegst du noch ein Weckle umsonst. Das war's aber. Mhm. Und dann habe ich einmal ein Video mit Ju gemacht, also mit Julian Bam. Und dann bin ich irgendwie eine Woche später durch die Fußgängerzone gelaufen. Ich kam keinen Meter weit. Alle paar Meter, die Leute sind angehalten, Kids sind auf mich zugerannt, wollten Fotos machen, Autogramme, alles mögliche, wie so ein Superstar. Ich dachte so, hä? Warum? So, ja, du bist doch der von Julian Bam. Ja? Krass, können wir ein Foto machen. Und das war halt so eine ganz krasse Parallelwelt, wo ich dann gemerkt habe, so, Moment mal, okay, das ist mir jetzt in 4 Jahren Fernsehen nicht einmal passiert. Also muss da irgendwie, also da ist irgendwas. Und dann fand ich es halt super interessant, weil es mega viel Spaß gemacht hat damals. Super, relativ unaufwendig war, so.
Und vor allem einen extremen Effekt hatte, den man damals noch gar nicht so richtig begreifen konnte und der halt sehr groß war tatsächlich. Aber es war auch so, dass ich meinen Kanal, ich habe schon gefühlt 100 Mal wollte ich aufhören oder hätte ich fast aufgehört mit Social Media, weil ich immer irgendwo stecken geblieben bin. Weil, also das erste, der erste große Punkt, wo ich gedacht habe, so, okay, ich glaube, das war's, das ist mein Zenit, war bei 70.000 Abonnenten. Das war, glaube ich, so 2015, Ende 2015 oder sowas. Oder wann war ich denn das zweite Mal bei TV Total? 15, 16, so rum war das. Und dann habe ich gedacht, okay, eine Idee hätte ich noch für ein Video. Aber wenn das nicht klappt, dann soll es nicht sein. Dann lasse ich es. Dann kümmere ich mich wieder um meine Zauberei und Gutes. Und dann habe ich ein Video aufgenommen mit Simon Unge, Julian Bam, Chris Rob damals, wo ich den Nageltrick gemacht habe. So einen Nagel unter den Becher und dann auf die Becher hauen und der Nagel bleibt am Ende halt übrig. Und das Video hat jetzt, glaube ich, mittlerweile 5 Millionen Aufrufe. Es ist komplett explodiert. Ich habe es erst hochgeladen, es ist gar nichts passiert. 30.000 Aufrufe bekommen, dachte ich so, gut, schade, das war's. GG. Ja. Und dann am nächsten Tag wache ich auf, dachte, ja, ich gucke nochmal rein, hat es 100.000 Aufrufe. Ich so, hä? Nach dem Frühstück hat es 200.000 Aufrufe. Und dann kam es in den Algorithmus rein und dann hat der das so krank promoted, dieses Video. Und dann, ja, hat das Video halt relativ, ich glaube, innerhalb von einer Woche dann irgendwie 1,5 Millionen Aufrufe, was 2016 abartig war, so bekommen. Und ich habe halt dann dadurch auch direkt, glaube ich, 80.000 Abonnenten dazu bekommen. Also direkt ein schönes Double-Up gemacht von den Abos. Und dann dachte ich so, gut, machen wir weiter. Machen wir weiter. Ja, und dann kriegst du so einen silbernen Play-Button geschickt von YouTube, so, der sagt, hast du toll gemacht. Und dann habe ich gedacht, mache ich weiter. Aber es war nie der Fokus, dass ich sage, okay, ich werde jetzt YouTuber. Mhm. So. Sondern man hat es immer irgendwie klar mitgemacht, so mitgenommen, parallel gemacht. Aber der Fokus war immer weiter, trotzdem Zauberer zu sein, weiter aufzutreten und irgendwann ja auch aus der Not raus dann Tickets zu verkaufen und Shows zu spielen. Die nächste Chaos-Geschichte war. Also ich springe eh von einem Chaos ins nächste, aber daraus resultiert dann halt auch immer irgendwie was Cooles. Und das war so die YouTube-Zeit und so hatte sich das dann halt auch immer weiter gesteigert. Man hat die Kontakte gehalten, man hat gute Freundschaften geschlossen und das war halt das Coole, dass man halt so alle irgendwie zusammen halt Gas gegeben haben, weil damals Nico hatte noch, also Inscope hatte noch keine Millionen Abos, hatte irgendwie 600.000, 700.000, als wir uns getroffen haben. Drew hatte noch keine Millionen, der hatte irgendwie, glaube ich, 700.000, 800.000 Abos. Und wir haben alle im Prinzip so zusammen gegrindet und Gas gegeben. Und irgendwann hatte Drew ja dann 5, 6 Millionen Abos. Und Nico ist jetzt, glaube ich, auch bei 2 oder 3 Millionen. Das ist wirklich verrückt, wie das dann alles irgendwie jetzt mittlerweile explodiert ist. Und das war aber cool. So, alle haben irgendwie das zusammen gemacht und entspannt irgendwie zusammen gemacht und das war schon geil. Und das war die YouTube-Zeit so und das hat sich dann immer weiter professionalisiert, bis jetzt jeder so quasi sein Team aufgebaut hat und jetzt ist es ja auch sehr, sehr businessorientiert halt alles geworden, was ja auf der einen Seite okay ist, auf der anderen Seite natürlich den Spaß ein bisschen wegnehmen. Wie schaut das Leben eines YouTubers aus, Alex? Du hast dieses Spiel jahrelang jeden Tag getrieben, warst einer der größten oder einer der aufstrebendsten YouTuber im deutschsprachigen Raum. Wie kann man sich das vorstellen? Die ganzen Follower, es gibt so viele junge Leute, die unbedingt Influencer, YouTuber, Star werden wollen. Ich persönlich halte das jetzt nicht für so ein erstrebenswertes Leben, weil ich glaube, dass es extrem fremdbestimmt ist und man eben süchtig nach dieser externen Bestätigung, nach, nach den Likes, nach den Followers, nach den Abos wird. Und ich glaube, das ist sehr ungesund. Hm. Aber nehmen wir uns ein bisschen rein in das Leben eines YouTubers. Wacht man auf, sammelt Ideen, macht ein Video und ballert raus? Oder ist es auch oft so, dass der Tag einfach leer ist und man sich schwer tut, Struktur reinzubringen und dadurch auch eine gewisse Depression reinkommt, weil man immer auf sich allein gestellt ist und quasi auf Social Media von der Crowd abhängig ist und vom Algorithmus? Führ uns ein bisschen ein in dieses Leben als YouTuber und als Influencer, sag ich mal. Ja, also es gibt sehr, sehr viele Seiten. Also du hast natürlich die Seiten, wo alle cool finden. So, du kriegst einen Haufen Geld, du hast irgendwas in die Kamera halten, kriegst coole Kooperationen, kriegst coole Sponsorings, kriegst coole was weiß ich was. Wie gesagt, als ich Weltmeister da schnell günstig geworden bin, hat es keine Sau interessiert. So, da hat nicht irgendwie, keine Ahnung, Mercedes angerufen und gefragt, willst du ins VIP-Leasing rein oder so, oder willst du bei uns ins VIP-Programm oder sonst irgendwas, oder, aber dann machst du ein paar YouTube-Videos und dann schon. So, und das ist schon, das ist cool, keine Frage, es ist krass, aber du hast nicht so einen richtigen Alltag, so, also du hast immer irgendwas anderes. Es gibt verschiedene Stufen oder verschiedene Stufen, in denen du dich so
bewegst. Du fängst an natürlich ganz alleine, indem du halt einfach irgendwelche YouTube-Ideen hast und dann einfach YouTube-Videos drehst und sie dann schneidest und ein Thumbnail machst und hochlädst. Das ist so die erste Stadium, das sich bei mir sehr eigentlich bis heute immer noch so hält. Und dann gehst du das nächste Stadium, dass du halt dann irgendwie mal so ein kleines Team aufbaust. Oder dann kommt irgendwann mal ein Management dazu, weil dann sind deine Zahlen so groß, dass dann Anfragen kommen und dass du dann Kooperationen machst und so. Ich habe auch fürs Zaubern, ich habe nie Management fürs Zaubern gebraucht. So. Aber halt für Social Media kommst du fast nicht drum rum. Kriegst da die ganze Zeit irgendwelche Verträge geschickt von halt irgendwelchen großen Marken und so. Und da musst du schon aufpassen. Und dann auch mit den ganzen Verhandlungen und so. Und dann brauchst du halt Agenturen, hast Agenturen da plötzlich rum, musst dann da aufpassen. Da bin ich auch einmal mit einer Agentur gut auf die Fresse geflogen. Und dann ist das die nächste Stufe quasi. Und die Stufe danach ist dann, du baust dir ein Team auf, an Cuttern, Kameraleute, vielleicht sogar Produzenten, die dir halt redaktionell sogar unter die Arme greifen. Also das gibt's dann wirklich sehr skalierbar, in wie wenig der Artist dann quasi am Ende noch was macht. Ja. Weil die ganzen Sachen drumherum natürlich viel mehr werden. Du musst die ganze Zeit auf Events sein, du musst irgendwelche Placements machen, du musst irgendwie, du machst deine eigenen Produkte, fängst an, irgendwelche Marken irgendwie zu gründen. Genau, Merch, wir haben hier deine eigenen Karten, das sind alles unfassbar aufwendige Prozesse. Genau, genau. Und da gibt's auch halt unterschiedlich, also die unterschiedlichen Einbindungsarten, wie weit du da halt mit drin hängen willst und so, aber bei allen, die ich jetzt kenne, die sind dann halt super investiert darin und wollen da halt viel dann auch sehen und mitmachen und so. Und dann hast du halt super wenig Zeit für das, was du eigentlich machst, dein Hauptberuf sozusagen. Und dann brauchst du halt dann ein Team. Das ist so quasi Stufe 3. Mhm. Aber also ich glaube, es gibt auch kein, so dumm es klingt, ich glaube, es gibt keinen depressiveren Beruf als Influencer sein. Weil du bist wirklich so krass abhängig von Trends, Algorithmen, Plattformen. Du kannst nichts falsch machen. So, du kannst wirklich alles so machen wie immer und alles richtig machen. Aber wenn irgendwas ist, und du fällst aus dem Algorithmus raus, hast du verloren. So, und dann ist es einfach, da werden deine Videos nicht mehr angezeigt, du kriegst keine Aufrufe mehr, du kriegst kein Geld mehr dafür, weil du keine Aufrufe machst, kommen keine Sponsorings mehr rein, weil die bezahlen nur für Aufrufe. Ja. Und dann fällst du da raus, obwohl du quasi nichts falsch gemacht hast. Und du kannst es so gut wie gar nicht, egal wie groß du bist, egal ob du 3 Millionen Abos hast oder ob du 300.000 hast oder ob du 3.000 hast, alle haben quasi denselben Standpunkt und alle haben auch denselben Know-how. Also, das ist egal, jetzt aktuell auch wieder, es hat sich super viel geändert. Und dann sitzt du da mit YouTubern, die 3-4 Millionen Abos haben, die dir genauso wenig sagen können, was gerade das Problem ist. Ja. Die dann auch sagen, ey, ich habe jetzt auch ein Video hochgeladen, das hat irgendwie 80.000, 90.000 Aufrufe und normalerweise ein Average von 500.000. So, warum? Keine Ahnung. So, und dann, das ist so der Punkt, der sehr anstrengend ist. Weil du es dir nicht erklären kannst und weil das so viele Faktoren sind, so viele Variablen drin, die du einfach nicht beeinflussen kannst. Dann natürlich auch dieser ständige Kampf, irgendwie relevant zu bleiben, dieser ständige Kampf, irgendwie on top zu sein. Den Hype zu riden, bei den Kollabos dabei zu sein. Und da muss ich sagen, da habe ich ein immenses Glück, so, weil ich nicht unbedingt diesen Hype immer bei mir lassen muss, sondern dadurch, dass ich ja jetzt inzwischen so ein großes Netzwerk und auch so gute Freunde halt irgendwie gefunden habe, die hauptberuflich YouTuber sind und halt einfach das der Job ist von denen und die das jeden Tag machen, kann ich auch tatsächlich mich mal ausklinken und sagen so, okay, ich muss jetzt aber eine Show bauen oder ich muss jetzt mal irgendwas, ich kann jetzt nicht jeden Tag Videos machen, kann aber dann zurückkommen und sagen, Jungs, ich komme mal vorbei, lass uns ein paar Videos drehen und dann ist es immer kein Problem. Und da ist es natürlich ein immenses Glück. Mhm. Was mir auffällt, ist, die meisten YouTuber beginnen sehr früh, aber hören auch irgendwann mal auf. Also irgendwie der durchschnittliche Kanal ist wahrscheinlich ein paar Wochen oder Monate alt, aber die wirklich erfolgreichen hören nach 5, 6, 7, 8 Jahren auf, oft auf der absoluten Spitze und berichten meiner Meinung nach sehr oft von Depressionen und von Ausgebranntheit. Also diese YouTube-Karriere ist wirklich etwas, oder Influencer-Karriere, das sehr kurzlebig ist im Endeffekt und irgendwann reicht es einem voll. Dein Freund Julian Bam war der größte YouTuber, oder ist er vielleicht sogar immer noch in Deutschland, und hat auch irgendwann gesagt, hey, er hat die Schnauze voll, er will nicht mehr, und hat jetzt, glaube ich, seit 1-2 Jahren fast nichts mehr gemacht und sich zurückgezogen. Ist das eben auch, weil mittlerweile die YouTube-Community nicht mehr so supportive ist und überall nur mehr ums Geld geht, professionalisiert ist und das alles eigentlich nur Fake Friends und Bullshit ist, diese ganzen Kollabos und Shoutouts und jeder ist überall mit drin? Oder ist es einfach diese Abhängigkeit vom Algorithmus und von der Crowd, von der Community, von den Likes, den Feedbacks, den Abos, wo man irgendwann sagt, hey, das bin nicht mehr ich oder das will ich nicht mehr, ich will mein eigenes Leben zurück quasi?
Also bei Drew war es eine spannende Geschichte. Also nicht mal ich wusste, dass er den Kanal zumacht. So, ich habe auch einfach nur diesen Upload gesehen, er hat es so gut wie niemandem erzählt. Aber bei ihm war es halt wirklich krass, weil es gab niemanden, der so viel Arbeit und Aufwand in so diese Videos gesteckt hat. Das ist unmöglich. Auch wenn wir es rückblickend nochmal angucken, ich war ja auch super oft bei diesen Videos dabei, super oft irgendwie da irgendwas mitgeholfen, mitgeschrieben, mitgefilmt, was weiß ich was. Und es war unglaublich immer zu sehen, wie die dieses, wie jede Woche so einen Kurzfilm da rausgehauen haben. Das war unglaublich, es war auch unmenschlich. Mhm. Und ich kenne auch wenige Leute, die so einen unfassbar kranken Work Ethic haben wie Julian Bam. Also es ist wirklich, das ist das größte Vorbild, was man sich nehmen kann, dieser Typ. Außer halt natürlich, dass er immer wirklich hart an der Burnout-Grenze war, so, auch oft drüber. Er ist auch immer mal wieder dann doch im Krankenhaus gelandet und so. Also es war wirklich zu viel, also wirklich, wirklich zu viel. Und dann ist er halt sehr riesig groß und hat ganz andere Probleme. So, weil er ist dann halt, der hat dann eine riesen Zielscheibe dann auf dem Rücken. Mhm. Egal, ob es jetzt irgendwelche Firmen sind, Verläge, die irgendwie versuchen, ah, okay, geil, da hat er irgendwie Musik verwendet, da klagen wir direkt. Oder ob es jetzt irgendwie halt andere YouTuber sind, die versuchen, da irgendwie hinzutreten und zu sagen, ja, okay, geil, wir fangen jetzt irgendwie Streit an mit dem oder so. So ganz viel Schwachsinn einfach, der überhaupt nicht gesund ist. Und auch nicht dazu beiträgt, jetzt besseren Content zu machen oder einfach in Ruhe sein Zeug machen zu können. Weshalb er dann irgendwann halt auch gesagt hat, so, ey, es ist einfach nicht tragbar. Mal abgesehen davon, dass man auch einfach nicht vergessen darf, man hat ja auch immer dieses Gefühl, YouTuber sind alle mega reich. Und das stimmt auch bei gewissen YouTubern. Aber auch bei ihm war das halt wirklich so, der hat wirklich fast alles, was er eingenommen hat, in diese Videos gesteckt. Mhm. Wirklich, weil er halt wirklich Künstler ist. Und viele YouTuber, die machen ja im Prinzip mal Kamera an, reagieren auf irgendwelche Videos, machen so den geringsten Widerstand sozusagen. Und sowas hält sich ewig. Das kannst du für immer machen. Und das ist auch das, was Drew heute macht. So, weil er sagt, er ist trotzdem noch zu umtriebig, um jetzt rumzusitzen und so. Das heißt, er ist Influencer, das ist sein Job. Deshalb macht er auch immer noch weiter, hat ja einen zweiten und dritten Kanal, wo er halt super viel jetzt macht, auf einem Drittkanal macht er Daily Uploads, wo er halt so Reaction-Content macht und so. Und er ist immer noch aktiv, aber halt nicht mehr in diesem riesen Ausmaß, dass er nicht mehr den Druck hat, wo er versucht, mit jedem Video irgendwie möglichst 10 Millionen Aufrufe zu generieren. Mhm. Sondern er lädt jeden Tag ein Video hoch und wenn es 3, 4, 500.000 Aufrufe kriegt, ist er happy. So, und dann läuft es einfach. Spricht jetzt Sonic so, wie geil, macht Synchronrollen und macht einfach jetzt Sachen, wo er Bock drauf hat. Cool. Und das ist das, was man bei vielen YouTubern beobachtet dann, dass sie sehen, okay, sie haben es hinter sich, sie haben es quasi geschafft, haben auch gut Geld verdient, viele waren clever oder ja, nicht viele, aber halt einige waren clever und haben das Geld irgendwie gut investiert irgendwann. Und dann hast du halt die Möglichkeit, andere Sachen zu machen und YouTube ist halt einfach hart, also wirklich, Social Media ist wirklich richtig hart und vor allem, es wird auch nicht einfacher, wenn dann neue Plattformen wie TikTok um die Ecke kommen, die erstmal alle mit Reichweite zuschmeißen und du vielleicht ist es erstmal beobachtest, aber in der Zeit, wo du es beobachtest hast, gibt es schon wieder 3 Millionen neue Influencer, die jeweils jetzt 20 Millionen Follower haben. Die Nische besetzen. Genau, und halt einfach Zahlen haben, die abartig sind. So, seit TikTok gibt es jetzt deutsche Influencer, die 10 Millionen Follower plus haben. Das gab es ja vorher nicht. Mhm. So, auch so eine surreale Welt. Und das ist halt echt auch stressig, auch anstrengend, weil du musst überall mithalten und irgendwie überall versuchen, dann da hinzugehen und da auch irgendwie alles den Platz zu saven. Ja. Das ist schon hart, schon stressig. Dann fasziniert es mich, Alex, dass du dir das jetzt wieder antust eigentlich. Ja, ja. Also du machst jetzt einen neuen YouTube-Kanal auf Englisch, von dem noch keiner was weiß. Mhm. Du widmest dich da eigentlich einer schönen Symbiose aus Kunst und Finanzen. Mhm. Warum machst du das? Was treibt dich da an, dir das ganze Spiel quasi nochmal von null anzutun? Naja, es sind mehrere Dinge. Also zum einen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, oder hatte ich immer das Gefühl, mein Hauptkanal, der lebt schon, seit es den gibt, eigentlich nur mit dem Defibrillator. So, das ist, ich pumpe den hoch, indem ich irgendwie 2, 3 Videos, gerade zum Beispiel, ich nehme mal meine letzte Tourprobe als gutes Beispiel, da habe ich den hochgepumpt, habe irgendwie 10, 12 Millionen Aufrufe im Monat dann gemacht und dann war ich auf Tour, 2 Monate und dann habe ich gar kein Upload, so, was der Tod ist für so einen Kanal. Mhm. Und das habe ich dann jedes Mal wieder gemacht. Dann kam ich zurück, habe den Kanal wieder hochgehauen,
dann war wieder irgendwas, dann war ich wieder weg oder ich hatte einfach keinen Content mehr, weil ich halt Zauberer bin. Mhm. So, das funktioniert nicht so schnell. Du kannst nicht jede Woche einen neuen Zaubertrick irgendwie bauen, erfinden, einüben. Selbst wenn du einfach nur ein fertiges Kunststück irgendwie von einem anderen Zauberer versuchst zu machen, dann braucht es Zeit, um das perfekt zu machen, um das geil zu machen. Und die Zeit hast du oft nicht. Die hatte ich auch oft nicht und so. Und wenn ich mir auch die Videos angucke und so, denke ich mir auch manchmal, ja, hätte ich mir mal ein bisschen Zeit lassen können. Aber du hast die Zeit einfach nicht. So, und dadurch, dass ich halt auch immer dann so einen Anspruch halt habe und dann denkst, ja, okay, komm, also ich bin ja eigentlich gut in dem, was ich mache und ich will auch, dass es so aussieht, es gibt dann halt Zeiten, wo ich dann sage, okay, jetzt kommen halt einfach vier Wochen nichts oder vielleicht auch zum Teil 3 Monate nichts. Ja. So, und dann wieder auf Upload zu drücken, ist halt immer unheimlich. Oder einfach denkst du, keine Ahnung, guckt sich überhaupt noch jemand an? Was passiert? Ja. Was passiert? Und das ist halt immer super stressig. Und deshalb war halt irgendwie dieser Kanal so ein bisschen festgefahren. Mhm. Dass ich mir gedacht habe, so, es war für mich immer der wichtigste Werbepunkt, so für meine Shows und für mein Merch und so. YouTube-Ads, Kollabos, Product Placements. Genau, alles. Genau. Und halt, aber halt, wie gesagt, für mich war ja immer halt Shows spielen oder halt diese Live-Sache war immer für mich super wichtig, für die Psyche vor allem. Mhm. Und nachdem das halt jetzt komplett weggefallen ist, ja durch Corona und so, und gar keine Live-Sachen mehr stattgefunden haben und es nur noch online war und nur noch Social Media und selbst auch die Shows, die wir gespielt haben, ich habe ja dann Online-Shows gemacht, das war alles nur Streaming und so, habe ich dann so richtig gemerkt, wieso die mentale Gesundheit immer weiter abnimmt. Ja. Und wirklich, da habe ich auch, man sagt immer so, ja, man ist ein bisschen depressiv und so, aber da hatte ich wirklich auch eine harte Depression. Ja. So, wo man dann halt auch wirklich so sein ganzes Leben nochmal irgendwie hinterfragt hat. Und dann habe ich einfach gedacht, so, hey, habe ich mir ein Zeug gepackt und gesagt, komm, ich hau jetzt einfach ab. Bin wieder nach Vegas geflogen und habe meinen guten Freund Andre besucht und habe mit dem nochmal drüber gequatscht. Und der ist ja inzwischen einer der größten Finance-Influencer, so, die es so gibt. Und ja, so lustig, an dem habe ich damals seine Thumbnails gemacht und so und habe ihm erklärt, wie YouTube funktioniert. Und jetzt hat er 2 Millionen oder 3 Millionen Abos, was sehr, sehr geil ist, freut mich riesig. Und mit dem habe ich auch drüber gesprochen und der hat mich damals so ein bisschen immer auch rangeführt und er hat mir auch immer so diese ganze Finance-Welt erklärt. Und ich fand es schon immer spannend, so ein paar Bereiche und dachte so, okay, so, ich erzähle immer groß rum, ich weiß, wie YouTube funktioniert und ich helfe immer jedem bei YouTube-Videos, erkläre jedem, wie er seinen Titel und Thumbnail machen soll. Ja, jetzt gucke ich doch mal, ob ich es wirklich noch kann. Ja. Und dann habe ich mir quasi so eine Challenge gesetzt und gesagt, so, okay, ich mache jetzt einen neuen Kanal auf, ich erzähle keinem was, ich mache komplett anderen Content, was ich noch nie vorher gemacht habe. Englisch noch dazu. Und will einfach wissen, ob ich es kann, so, ob es funktioniert. Dann habe ich jetzt Mitte Januar angefangen, wir haben jetzt April. Jetzt haben wir 10.000 Abonnenten. Mit 10.000 Abonnenten. 10, 15 Videos, also du hast jetzt nicht extrem geballert und es ist sensationell. Also du kannst es noch. Ich kann es noch und das ist schön zu sehen und es ist tatsächlich auch irgendwie geil, weil es jetzt halt so ein neues Projekt ist, was nochmal Spaß macht und es ist halt auch wieder, es ist kein Druck da, weil du hast kein Stammpublikum, das du irgendwie beeindrucken musst, sondern du machst Videos für niemanden. Ja. Und das ist halt irgendwie geil, du machst Videos, worauf du willst und ob das Video jetzt am Ende irgendwie 400 Aufrufe kriegt oder 400.000, ist erstmal scheißegal. Weil du einfach jetzt ein Video machst und halt irgendwie worüber man Bock hat und es einfach hochlädst und das Video eine Audience finden lässt und nicht ein Video für eine Audience machst. Das ist ein Riesenunterschied und das ist voll geil, macht riesig Spaß. Ja, gratuliere, dass du den Schritt gemacht hast, dass du auch zum Andre da geflogen bist und so weiter, weil ich sag mal selber, ich kenne das ja auch, wenn man ausgebrannt ist oder wenn man gerade wieder mal im Leben vor einem absoluten Neustart steht und da sich aufzurappeln und zu sagen, hey, ich finde wieder gesunde Routinen im Alltag, ich mache Sport, ich kümmere mich um mich selber, ich gehe raus und kämpft ein bisschen gegen diese Antriebslosigkeit, die sich dann einschleicht oder eben diese Depressionen, die man dann hat oder die sich anbahnen. Das ist, finde ich, mega couragiert und sehr stark von dir, dass du das so proaktiv bewältigst. Ich habe unzählige Leute in meinem persönlichen Umfeld, die sind depressiv, die sind antriebslos, die sind daheim, die trauen sich nichts mehr zu und tun sich irrsinnig schwer, mit sich selber umzugehen. Ist auch schwer. Also es ist auch schwer und es ist irgendwie so, ich wusste gar nicht, dass es so ein krasses Tabuthema ist. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es war jetzt ja ein sehr großes Thema, als Kurt Krömer mit Thorsten Sträter in seiner Sendung drüber gesprochen hat. Ich weiß nicht, ob die sind zwei Comedians, deutsche Comedians. Keine Ahnung. Die dann, kennen beide nicht. Ja, das sind zwei sehr große deutsche Comedians und Kurt Krömer hatte eine große Sendung drüber. Und die beide haben darüber gesprochen, dass zwei Comedians sich gegenüber sitzen, die lange Jahre harte Depressionen haben, beide in der Klinik waren und so und da wirklich
Hilfe gebraucht haben und gesucht haben und dann offen darüber sprechen. Und ich wusste gar nicht, dass es so ein krasses Tabuthema ist. Und das ist ja schrecklich. Also es ist wirklich vor allem, ich glaube, dass es so omnipräsent ist wie noch nie, vor allem jetzt über die letzte Zeit, wenn jetzt alle dann auch zu Hause sind und so wirklich sehr krass auf sich alleine gestellt sind und dieses Zwischenmenschliche komplett wegfällt, du hast keinen Freund mehr irgendwie, mit dem du sprechen kannst oder dem du einfach mal erzählen kannst, was dir fehlt. Und was, viele trauen sich auch gar nicht und wollen, haben Angst, irgendwie bewertet zu werden und irgendwie schlecht dazustehen oder so, dass das vollkommener Schwachsinn ist. Und dann wird es nur noch schlimmer und du ziehst dich noch mehr zurück und kommst dann irgendwann gar nicht mehr raus. Und da habe ich auch gemerkt, dass es wird dann immer schwieriger. Ja. Und letztes Jahr war es dann so, dass ich dann versucht habe, mich dann irgendwie an irgendwelche Projekte zu klammern und irgendwas dann aufzubauen. Und ich hab Konzepte geschrieben letztes Jahr ohne Ende. Ich glaube, letztes Jahr war ich auf mehr Kanälen zu Gast, als ich selber Videos hochgeladen habe. Gab es noch nie. So. Nicht mal, wenn ich in dem Jahr 2 Tourneen gefahren bin. Aber es war einfach, ich hab dann gemerkt, so, nee, ich will irgendwas machen und irgendwie da raus und dann hat nichts funktioniert und mit jedem Mal, wo du wieder dann irgendwie gescheitert bist, einfach fällst du noch weiter rein, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, so, okay, also jetzt wird's langsam gefährlich, jetzt muss ich raus. Und das war dann halt auch der Moment, wo ich dann halt auch wirklich nach Vegas gegangen bin und einfach so quasi alles nochmal von außen betrachten wollte und mal nochmal von vorne rangehen und sagen, so, okay, wo bin ich gerade? Was ist die Situation? Wo will ich hin? Und wie soll das weitergehen? Und was macht Sinn und was macht keinen Sinn? Ja. Was macht mir Spaß? Was macht mir keinen Spaß? Und lohnt es sich, an was festzuhalten, was ich eigentlich gar nicht will? Und das war schon wichtig. So, und seitdem jetzt geht es auch wieder wesentlich besser. Danke für deine Offenheit, Alex. Ich finde, das ist eine Schattenseite dieses Stardoms, dieses jungen, wilden Erfolgs, den du auch hattest in extrem jungen Jahren. Man beginnt aus einer Leidenschaft in einem Projekt, wo man nichts zu verlieren und viel zu gewinnen hat, findet dann durch Glück, Zufall, Fleiß, Disziplin, Mut und so weiter und durch solche Momente wie TV Total, Weltmeisterschaft, Vegas und so weiter Erfolg. Und dann hat man auf einmal viel zu verlieren und eigentlich nichts mehr zu gewinnen, ist irgendwie at the top, stagniert, kriegt ständig auf die Fresse, Projekte funktionieren nicht, Investments gehen schief. Und dann ist es so ein bisschen eine Downwards-Spirale, wo man das alles langsam wieder verliert, was man sich aufgebaut hat. Und dann muss man entweder von null ein neues Projekt beginnen oder man klammert sich fest und kriegt die Kurve. Und ich glaube, das ist so eine Konstellation, die ist irrsinnig, entfacht irrsinnigen Stress und Druck auf uns junge Leute, die sich halt gegen diesen 0815-Weg entscheiden, hey, ich studiere, gehe arbeiten und gehe dann in die Pension und sich halt ein bisschen mehr erwarten, selber was aufbauen wollen. Aber das ist eben die Schattenseite. Ja. Es ist eine irrsinnige Unsicherheit, es gibt keine Garantien. Und man beginnt eigentlich immer wieder von null, Glück spielt eine große Rolle und so weiter. Ne? Ja, also es ist leider nicht so, dass man direkt einen Porsche Cayman S kriegt und einfach in eine WhatsApp-Gruppe muss. Das funktioniert, also vielleicht, wenn ihr die WhatsApp-Gruppe habt, dann sagt Bescheid, wir kommen rein. Aber komm in die Gruppe! Aber ich habe sie noch nicht gefunden, auf jeden Fall. Nee, es ist einfach, es gibt auch keinen Shortcut. So. Es ist harte Arbeit. Und entweder du hast den Drive und machst es, weil es ist halt so, es ist ja immer so lustig, dass man sagt, so, ja, man will nicht irgendwie in so ein, man will nicht die ganze Zeit irgendwie komisch arbeiten für jemanden und dann unglücklich sein. Genau. Aber wenn du für dich selber arbeitest, musst du dir schon überlegen, ob du das machen willst und durchhalten willst, weil du arbeitest nur. Genau, und es tritt dir keiner in den Arsch. Du musst ständig diese Motivation selber aufbringen. Ich habe diese Prozesse selber schon mehrmals durchlebt, mit der Radio, also mit Pokercode, jetzt mit meinem Buch. Da sagt dir keiner, setz dich hin und schreibe. Es sagt dir keiner, wie du deinen E-Mail-Newsletter schreiben sollst. Es sagt dir keiner, mach den nächsten Social-Media-Post. Es sagt dir keiner, wie du gründest, wie du Geld aufstellst, wie du das Produkt launchst, wie du... Es sagt dir keiner, wie es geht, weil es weiß auch keiner, weil du gehst diesen Weg zum ersten Mal. Und da muss man, finde ich, schon sehr eigenartig drauf sein, dass man sich das antut. Ein bisschen masochistisch veranlagt. Masochistisch, auch. Und dass man sich das traut, mutig auch und ein bisschen naiv. Ja. Also ich glaube, bei mir ist es natürlich auch so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war, meine Mama hat mich so eigentlich alleine großgezogen und das war immer, meine Mama hat mir immer gesagt, also hat mir nie gesagt, dass was nicht geht, so, weil Mama ist Lehrerin, das heißt, sie hat ihren Job die ganze Zeit gehabt, hat nebenher irgendwann noch ein Haus gebaut so und damit meine ich wirklich, dass sie wirklich, weil wir hatten nicht so viel Geld, wirklich, die hat selber die Fliesen gelegt, sie hat wirklich alles selber gemacht, was man irgendwie machen kann und nebenher, aber war ich ja noch da. So, und wenn du dann halt so, was ich jetzt erst spät irgendwie merke, aber wenn du so quasi jemanden hast in deinem Umfeld, der dir auch von vornherein immer zeigt, dass alles irgendwie möglich ist,
und das dir auch immer so das Gefühl gibt, so, du schaffst es, du kannst es irgendwie schaffen, das ist natürlich auch ein Riesenansporn. Das haben viele nicht. So, wenn du direkt dein ganzes Umfeld dir die ganze Zeit sagt, so, ach, lass es, es wird eh nichts. Ja. So, es wird wirklich so ein Risiko, es ist auch gefährlich, geh doch lieber studieren. Genau. So, dann ist es halt da auch schwer rauszubrechen. Ja. So. Und dann halt zu sagen, so, ich mach's trotzdem, ist... Es ist irgendwie eine Mischung aus DNA, Erbgut und Umfeld auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, das Umfeld wird halt immer wichtiger, weil man emanzipiert sich aus dem Elternhaus, man geht irgendwie weg, man macht irgendwie Dinge von außerhalb von zu Hause, zieht aus, verdient sein erstes eigenes Geld, ja, und dann werden die Freunde, das Umfeld immer wichtiger. Nur wenn man halt immer wieder von null startet, definiert sich dieses Umfeld ja immer wieder von neu, weil es kann ja dir aus dem alten Projekt, aus der alten Firma, aus der alten Karriere, kann dir keiner sagen, wie die neue Karriere, wie das neue Projekt, wie das neue Umfeld, die neue Firma ausschauen soll und funktionieren wird. Und das ist halt wieder dann irrsinniger Stress und Druck. Ja, deswegen gratuliere, Alex, dass du deinen eigenen Weg so gehst. Sind wir ja aber auch ein gutes Beispiel davon. Wir kennen uns ja auch erst seit irgendwie 2 Jahren oder so. Genau. Wo wir auch über 100 Umwege irgendwie... Genau. Getroffen. Da kommen wir jetzt ein bisschen auf dein Privates, weil bei uns beiden ist es ja auch so ein bisschen eine Mischung aus Geschäftsbeziehungen, aber wir verstehen uns sehr gut privat. Wir reden jetzt schon sehr lange, der Kevin verschränkt schon die Arme und denkt sich, wo wollen die beiden hin mit dem Gespräch. Aber ich bin jetzt trotzdem noch, wir haben jetzt schon sehr privat geredet, aber ich will trotzdem wissen, wie tickt der Alex Straub? Was machst du so privat? Nicht ganz sauber. Ja, das ist eh klar. Ja, das ist bei uns allen so. Wir haben alle kompletten Dachschaden. Ja. Eine Letten, sagen wir in Österreich. Oder einen Hucken. Wie tickt der Alex privat? Was machst du gerne? Wie lebst du? Bist du Single? Dürfen sich die Leute Hoffnungen auf dich machen? Bist du fix vergeben? Schick erzähl mir die DMs. DMs, Tinder. Erzähl mal ein bisschen, wie lebst du so? Wie tickst du so? Was machst du so außerhalb von Weltmeister, Zauberer, Shows, Acts, Auftritte, YouTube, Content und so weiter, Fernsehen. Wie schaut dein Leben eigentlich aus? Ich fand es immer beeindruckend bei Stefan Raab, wie er es geschafft hat, jahrelang, jahrzehntelang irgendwo in Medien zu sitzen. Es schneit einfach gerade richtig krass hinter dir. Es ist unglaublich. Ich hole den Weihnachtsbaum nachher raus, wenn ich zu Hause bin. Es hat mich immer sehr krass beeindruckt, dass jemand jahrzehntelang der größte Prominente Deutschlands sein kann und dass kein Mensch weiß, was passiert, wenn der vor der Kamera wegläuft. Ja. Das fand ich immer sehr, sehr beeindruckend. Deshalb habe ich auch immer so ein paar Bereiche gehalten, so, wo ich komplett geheim halte. Mhm. Oder beziehungsweise, wo ich einfach halt nicht so öffentlich irgendwie mache, weil ich einfach denke, bringt es mir jetzt einen Mehrwert? Eigentlich nicht. Vielleicht ist es auch immer so ein Punkt, ich habe mich oft gefragt, ob es ein Punkt ist, der mich an Social Media so ein bisschen gehindert hat, weil wenn ich es mich so angucke, meine Freunde so zum Teil, die ja wirklich so ihr ganzes Leben alles auf der Kamera irgendwie teilen und wirklich so weiß alles, wann der morgens aufsteht, was er gefrühstückt hat, wirklich alles. So. Mhm. Und das war irgendwie nie so meins, deshalb habe ich das immer ein bisschen bedeckt gehalten, aber vielleicht auch einfach, weil es wahnsinnig langweilig ist, was ich normalerweise so mache. Also es ist wirklich sehr, es ist irgendwie sehr, sehr, sehr oft dasselbe auch, weil es ist viel YouTube-Videos machen, jetzt natürlich gerade die letzte Zeit noch mehr so einfach, jetzt auch mit dem zweiten Kanal, aber es ist halt viel Videos planen, Skripten, Videos aufnehmen, ja, also so ganz langweiliges Zeug eigentlich. Und dann, bin ich recht familiengebunden. Also ich bin gerne bei meiner Familie, deshalb bin ich auch nie jetzt groß irgendwie weggezogen, einen kurzen Versuch gestartet, aber bin auch schnell wieder nach Hause, da jetzt auch irgendwie meine Wohnung gekauft und so und versuche jetzt da, also weißt du, richtig, also muss man sagen, ich bin auch so ein bisschen der Prototyp Schwabe. Mhm. Ne? Bausparvertrag hat man relativ schnell und dann jetzt Eigentumswohnung gekauft, Mercedes steht in der Einfahrt. Ich bin wirklich der Prototyp Schwabe. Versehentlich. Ich bin aber auch in Stuttgart geboren, das heißt, ich darf es. Also ich bin ja ein gebauter Schwabe. Nee, und sonst gibt es nicht viel. Also das ist es eigentlich. Ansonsten natürlich absoluter Dachschaden, sonst hältst du nicht so lange durch, brauchst du. Ja. Auch Zauberei, also es war alles, was ich gemacht habe, war jetzt nicht so geplant, also schon stark versucht, aber nie krass geplant. Man sagt ja immer so, du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und deshalb habe ich immer versucht, überall gleichzeitig zu sein. Weil irgendwo hat es ja dann getroffen. Und das war halt super, hat dann super viel Zeit in Anspruch genommen.
Und wir hatten es ja auch gestern, als wir ein bisschen spazieren waren, hatten wir über deine Zeit im Internat, wo du gesagt hast, so, ja, die anderen sind alle feiern gegangen und du hast trainiert mit deinen Jungs und hast Fußball gespielt. Und bei mir war es so, alle anderen sind feiern gegangen, ich habe meinen Koffer gepackt und auftreten gegangen. Ja. Und das war vielleicht halt auch was, dass du, was immer, wie gesagt, so ein bisschen aus der Not raus entstanden ist. Was nicht genug, ich glaube, wenn ich jetzt so, wenn du jetzt so ein klassisches, ich glaube, Zauberei ist immer was, was dich aussucht und die wenigsten suchen sich Zaubern aus. Ja. So, weil das ist so, du kannst dich da sehr gut rein retten, so reinschmeißen und sehr gut, sehr tief auch da reingehen. Und du brauchst schon irgendein Problem, warum du anfängst zu zaubern und warum du dann halt auch so, so viel da dann machst. Mhm. Ja, und deshalb bin ich dann halt super viel halt dann aufgetreten, weil es einfach sonst nichts groß gab oder ich dann eher halt das gemacht habe. Und so ging das dann eigentlich. Und so ist es ja auch bis heute dann. Also deshalb, es gibt einen sehr, sehr engen Kreis, also sehr, sehr wenige jetzt, die um mich rum irgendwie sind, so, wo man sagt, so enge Freunde. Und das habe ich sehr, sehr klein gehalten. Allein schon, du kannst es nicht mehr halten. So, es sind super viele unterwegs und viele kommen dann auch damit nicht klar. Das war dann auch gerade in der Anfangszeit, haben sich dann viele Freunde dann tatsächlich auch abgekapselt von mir, als ich dann so am Anfang viel Fernsehen gemacht habe und es dann immer größer geworden ist, wo ich dann erst später halt irgendwie rausgefunden habe, dass es halt doch so ein bisschen Neid war. Ja, sicher. Unsicherheit. Unsicherheit so, was schade war, weil viel, also ich selber habe mich ja nie verändert, glaube ich zumindest. Ja. So. Aber halt die Umstände. Und ja, und da verändert man sich natürlich dann demnach natürlich ein bisschen mit. Man ist natürlich vorsichtiger geworden, aber inzwischen ist es halt auch so, es ist jetzt, ich mache es jetzt schon so lange, dass es jetzt auch langsam, dass man sich so langsam auch ein bisschen reingewöhnt hat und jetzt auch nicht mehr so krass geschockt ist, was jetzt Neues kommt. Ja. Ein Thema, das auch in meinem Buch sehr omnipräsent ist, ist natürlich Finanzen, Unternehmertum und so weiter. Du bist selber selbstständig, Unternehmer. Möchtest du da vielleicht noch etwas davon erzählen? Was sind da deine Standbeine? Du hast mittlerweile irrsinnig viele Produkte gelauncht, hast deine eigene Website, deinen eigenen Webshop. Genau, hier haben wir noch einen Spendenlink gerade für mich eingeblendet. Da könnt ihr da noch, oder einfach, das auch. Ja, ja klar, also irgendwann versucht man das natürlich so viel es geht irgendwie aufzuteilen, weil ich da auch gestern noch zu dir gesagt habe, also ich glaube, ich würde kein Social Media machen, wenn ich dein unternehmerisches Talent hätte oder deine unternehmerische Ambition, weil ich doch in meiner erster Linie halt doch Künstler bin. Ja. Aber man versucht es natürlich, klar, man hat eigene Produkte, Masterclass, wo man halt Zauber lernen kann und so, Shops, Kooperationen, dann die AdSense-Einnahmen und so. Genau. Und dann halt ein bisschen investieren drumherum. Was macht da Alex mit seinem Geld? Du hast das schon angeteasert. Eigentumswohnung, bist du auch in Aktien, Kryptos drin? Mhm. Auch jetzt durch deinen neuen Kanal natürlich und das Interesse, dass du da hineinsenkst? Oder bist du auch da wieder der Schwabe, der mit dem Sparsocken und dem Kopfpolster den sehr konservativen Weg geht? Also, nee, ja. Also ich habe auf jeden Fall zu viel Geld auf der Bank. Das ist schlecht, das wird weniger. Aber klar habe ich in Krypto investiert, schon 2017. Bravo, cool. Ja, ich hätte mal mehr machen sollen. Aber damals hatte ich auch noch nicht so viel Geld. Deshalb, ich habe alles gemacht, was ich konnte. Und dann ein bisschen Aktien, ein paar Einzelaktien. Mercedes hab, wahrscheinlich, so wie das, natürlich, das gute Drum, das in der Garage steht. Natürlich, selbstverständlich, genau. Aber ich war nie so, also investitionstechnisch war ich nie so ganz krass gut in irgendwas. Ich habe einen ETF-Sparplan, so. Solide, ja. Aber ja, und dann das Einzige, was immer ein bisschen lustig ist, wenn man es laut ausspricht, aber ich liebe Uhren. Also so Luxusuhren im Endeffekt, wo man sich ja immer ein bisschen an den Kopf langt, dass man denkt, so, Alter, der hat jetzt so viel Geld, 10, 15, 20.000 Euro für eine Uhr ausgegeben, ist der bescheuert? Ja, bin ich, aber das ist tatsächlich auch was, was sich massiv gesteigert hat im Wert tatsächlich. Ja, das war kranker Hype die letzten Jahre. Genau. Man braucht ewig, um auf der Liste irgendwo hinzukommen, wartet 5 Jahre lang auf die nächste, was weiß ich was, Patek Philippe oder so. Ja, kriegst gar keine mehr, so, und es ist halt, und da bin ich tatsächlich dadurch, dass ich ja halt
liebe ich so, es ist total geil, weil es war auch, es ist auch eine längere Geschichte. Es ist nicht einfach nur so, oh cool, jetzt hat er Geld, jetzt kauft er sich eine Rolex, sondern es war so, ich habe, es gab einen Zauberer damals im 18., 19. Jahrhundert, Robert Houdin, der Typ von dem Houdini, der seinen Namen geklaut hat. Und der hat damals unfassbar krasse Uhren und Illusionen gebaut, indem er Uhrwerke reingebaut hat. Und das fand ich total clever, das fand ich total krass, damals für die Automaten, die von selber irgendwas gemacht haben, weil er einen Knopf gedrückt hat und dann die Zahnräder losgefahren sind, das fand ich total faszinierend. Mhm. Daraufhin habe ich dann mich umgehört und geguckt, ob irgendwo ein Uhrmacher bei mir in der Nähe ist und dann habe ich ein Praktikum beim Uhrmacher gemacht, weil ich eigentlich nur wissen wollte, wie ich diese Zaubertricks bauen kann. Und dann kam ich da an und da hat er so eine Uhr für mich auseinandergebaut und hat mir gezeigt, was alles in so einer Uhr drin ist. Und ich war so fasziniert, dass ich gesagt habe, so, das ist das Krasseste, was ich jemals gesehen habe. So eine unfassbare Handwerkskunst, wie der das da auseinanderpuzzelt und wieder zusammenpuzzelt und so. Das war für mich so faszinierend, dass ich gesagt habe, wenn ich mal genug Geld habe, dann kaufe ich mir mal so eine besondere Uhr. Schön. Und daher kommt dann auch die Faszination auch von der Handwerkskunst her. Und ja, und dass die jetzt alle enorm im Preis steigen, ist natürlich auch sehr gut. Und ist auch der Grund, warum du es liebst, bei Marc Gebauer live Korrekt. Diese Luxusuhr noch wieder mit dem Hammer zu zerschmettern. Richtig, richtig. Ja, Marc, sage ich auch immer, Marc ist ein sehr, sehr lieber und guter Freund, aber auch ein sehr teurer Freund. Immer wenn man da hingeht, dann sagt er, hey, guck mal, ich habe ein paar neue Uhren. Verdammt. Schön. Ja. Ja, Alex, bevor wir noch uns von unseren Zuschauern auf Dreisat verabschieden und einen Wordrap machen, hast du Bock, uns noch einen kleinen Trick vorzuzeigen oder sagst du, hey, es ist Sonntag, 10 Uhr vormittags, ich habe jetzt schon so oft diese Schweinstricks überall gemacht, kein Bock mehr. Niemals, aber jetzt lassen wir zu, warte, ich hole mal, bleib mal hier, ich hole mal nochmal ein anderes Kartenspiel. So! Also, das, jetzt der erste Trick des Tages natürlich, der ist mal ein bisschen eingerostet, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, wir haben hier ein Kartenspiel, 52 verschiedene Karten von vorne, alle unterschiedlich, von hinten alle gleich, ist wichtig, damit man weiß, wo vorne und hinten ist. So, jeder Kartentrick fängt auch ähnlich an, die Karten werden einmal gemischt, so, und dann wählt eine wunderschöne Assistentin eine Spielkarte aus. Deshalb, Johannes, zieh mal eine Karte. Fantastisch, schau sie an, merke sie, zeig sie an alle 86 Kameras, damit wir hier oben auch, liebe Grüße an Barbara Schöneberger, bei Verstehen Sie Spaß. Schön, dass du auch da bist. Bist du bereit? Perfekt. Ich gehe durchs Kartenspiel durch. Die wartet da oben in der YouTube-Playlist. Genau. Ich gehe durch, sagst du irgendwann Stopp für mich? Stopp. Perfekt, leg die Karte zurück. Sehr gut. Und nicht mehr vergessen, Johannes, weißt du warum? Sonst ist Ende vom Trick scheiße. So. Die Karten merken habe ich zum Glück gelernt. Ja, stimmt. Stimmt, das ist natürlich sehr praktisch. Wenn du wüsstest, wie oft das schon passiert ist. Aber dann ist der Trick auch auf jeden Fall spannend. Aber die Karo 4 ist es natürlich nicht. Und dann funktioniert er immer außerdem, weil dann immer weiß, welche Karte es ist. Ja, genau. Aber dann, egal ob du denen dann die richtige Karte zeigst oder nicht, sie beeindruckt sind sie dann nicht sonderlich. die Karte ist nicht oben, die Karte ist nicht unten, die Karte ist irgendwo in der Mitte. Und wir versuchen jetzt, die Karte auf spektakuläre Art und Weise zu finden, indem wir hier einmal die Herz 2 nehmen. Wir gehen hier einmal über die Herz 2 rüber und es wird die Pik 2. Und das sieht wahrscheinlich auch schon eher nach deiner Karte aus, richtig? Korrekt. Ja. Das ist schon mal nicht schlecht. Dankeschön, vielen Dank, Dankeschön. Aber ich mach's nochmal langsam. Ich nehme nochmal deine Pik 2 und deine Pik 2 kommt nochmal ganz langsam hier in die Mitte vom Kartenspiel rein. Wir lassen sie noch bis zum Schluss rausstehen. So, das heißt, du siehst, dass deine Karte natürlich noch nicht oben ist. Wenn wir aber ganz kurz einmal warten und in die Finger schnipsen, dann das ist dann der Moment, wo es funktioniert und dann ist die Pik 2 auch wieder da. Die oberste Karte. Ja, das ist schon spannend, wenn man das mal sich ein bisschen überlegt und das mehrfach auch mal ein bisschen testet. Aber ich mache es dir nochmal langsam. Pass auf, ich mache es ein bisschen einfacher. Du weißt es, die Zuschauer wissen es vielleicht nicht, wenn man irgendwie versucht, beim Kartenspielen eine Karte zu verfolgen, dann gibt man ihr, wenn man sie kriegt, einen kleinen Knick in die Ecke. Mhm. Dann siehst du immer, wo sie liegt und wer sie gerade hat. Ich mache mal den Knick ein bisschen größer, damit wir es auf jeden Fall auch an allen angeschlossenen Gemeinden sehen. Das heißt, du siehst den Knick. Wir sehen hier den Knick relativ gut. So, wenn ich jetzt hier einmal durchgehe, dann sehen wir eins, zwei. Beim Schnipsen springt der Knick ganz nach oben und natürlich auch meine Assistentin steht vor der Tür. Dankeschön. Nice. Perfekt. Stehst du auf und sagst dir, dass wir noch 10 Minuten brauchen und gerade zusammenräumen, sodass sie nicht die Kamera sieht. Ja, der ist König. Den liebe ich. Ja, 10 Minuten, sage ich. Zusammenräumen. 10 Minuten. Wir sind noch nackert. 10 Minuten. Danke. Okay. Schmankerl hatten wir auch noch nie. Cool. Ja gut, den mit den Karten aus dem Mund, den machen wir auch nochmal, Alex, mit dem Sound und dann sind wir fertig mit der Zaubershow. Bitte. Weil der ist ein Traum. Den liebe ich. Selbstverständlich. Jetzt ziehen wir nochmal ganz kurz eine neue Karte raus. Sehr gut. Zeigst du nochmal allen, schaust du dir an, merkst du dir? Hast du? Mhm. Okay,
Perfekt, leg es einfach zurück. Sehr gut. Nicht mehr vergessen, wir machen ein bisschen im Schnell. Wir sind auf einmal das Housekeeping steht schon vor der Tür. Und wie gesagt, die Idee ist folgende: Die Karte ist natürlich nicht oben, sehr Karo König und auch nicht unten, Karo 5. Ja. Mhm. Ich habe mir immer überlegt, was passiert, wenn mir mal was passiert, wenn ich mal hinfalle und mir die Hände breche oder sowas, dann müssen die Kartentricks natürlich immer noch laufen. Deshalb habe ich über die Jahre andere Körperteile trainiert, um Karten jederzeit zu finden. In meinem Fall war es. Nein. In meinem Fall war es die Zunge. Die Frage ist, ob es das besser macht, wenn es die Zunge ist, aber ich habe die Zunge so trainiert, dass ich jede Karte erschmecken kann. Mhm. Du hast eine Karte gezogen. Ich weiß, die Pik 2 ist es nicht, die hast du auch, aber die ist es nicht. Das heißt, ich werde jetzt gleich meine Augen schließen, einmal über jede Karte drüber schlecken und wenn ich bei deiner ankomme, weiß ich sofort. Sollte ich die Fährte verlieren, Johannes, dann sage ich einfach jetzt, du streckst die Hand nochmal aus, ich leck nochmal drüber, dann habe ich es. Ja, perfekt. Super. Okay, los geht's. Nein. Nein. Schmeckt gut, aber nein. Super, aber nein. Das ist übrigens ein perfekter Trick, den man während Corona machen kann. Aha. Ah, ein schöner Trick, um sich mal richtig kennenzulernen. Ich weiß auch nicht. Pass auf, Johannes, ich mach's ein bisschen schneller. Ich wärme mich nochmal ganz kurz auf. Ach, komm mal her. Von vorher. Soll ich es jetzt rausnehmen? Du kannst die gerne rausnehmen, aber hier ist ein bisschen nachher. Du machst einfach mal so und dann ist es hoffentlich deine. Kreuz 3. Geil. Hast du natürlich als Anwendung. Danke dir, Alex. Lassen wir hier das Housekeeping. Was gibt es für einen schöneren Moment, um uns von unseren Zuschauern auf Dreisat zu verabschieden? Ihr geht jetzt rüber zum Wetter und könnt euch gerne den Nachtrag mit dem Wordrap dann auf unserem YouTube-Kanal und allen Socials anschauen. Und wir machen jetzt noch einen ganz schnellen Wordrap, Alex. Danke dir für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit. Gut, Prinzipien und Werte. Ehrlichkeit, Freundschaft und Liebe. Glück und Zufriedenheit bedeuten für mich? Alles. Zwischenmenschlichkeit und das persönliche Umfeld sind? Wichtig. Soziale Arbeit bedeutet für mich? Für andere da zu sein. Wollte ich gerade sagen, zu helfen und füreinander da zu sein. Ja. Perfekt. Finanzielle Intelligenz ist? Was ich unbedingt lernen muss. Erfolg bedeutet für mich? Glücklich zu sein mit dem, was man macht. Anerkennung ist für mich? Wenn das Publikum klatscht. Was andere von mir halten? Die Spielkarten. Einsatz oder Talent? Hard work always beats talent. Generalismus oder Spezialismus, also alles können oder nur einen kleinen spezifischen Skill haben? Da kann ich nur von einer Seite sprechen, deshalb Spezialismus. Unternehmertum, Selbstständigkeit oder Angestellten-tum? Selbstständigkeit. Lernen und Lehren bedeutet für mich? Offen zu sein für Neues und nie das Interesse am Leben zu verlieren. Investieren und sparen? Sollte ich mehr machen. Eine gute Bewerbung, wie sieht die aus? Mit einer Bewerbungsmappe, die man sich vorher als gutes Template runtergeladen hat. Liebe bedeutet für mich? Für jemanden da zu sein, wenn er einen braucht. Sex bedeutet für mich? Für einen da zu sein, wenn man ihn braucht. Und ist der Mensch monogam oder polygam? Das ist eine gute Frage. Ich glaube grundsätzlich... Oh, ja, ich glaube ziemlich sicher monogam, weil die meisten Leute auch einfach grundsätzlich nicht so gut mit Stress umgehen können. Und polygam ist ja sehr stressig. Deshalb monogam. Alex, danke dir für deine wertvolle Zeit. Wir haben schon gesagt, wir haben über ganz viel nicht geredet heute, aber ich denke, es war trotzdem ein sehr schönes, interessantes Gespräch. Und danke. Müssen wir einen zweiten machen. Und willkommen in der Head-Head-Community. Danke für deinen Beitrag zu meinem Buch und danke für schöne Wochen hier in Salzburg. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Danke dir. Ja.